Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Traum von Freiheit Box von Betontod. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Traum von Freiheit von Betontod, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Das achte Album von Betontod. Wir haben hier eine quadratische Box, hauptsächlich in Gelb gehalten. Als erstes werden wir mal die Folie erledigen. Einmal hier aufschneiden. Dann schauen wir uns das an. So, also, das ist die Box. Kommt hier rundum in Gelb. Auf der Seite also komplett Gelb und hier oben auf dem Cover, auf dem Deckel der Box, lesen wir dann einmal den Schriftzug Betontod, Traum von Freiheit in Blau darunter und dann haben wir hier in Schwarz und Pink diese geballte Faust. Das komplette Artwork hier dieses Covers sieht so nach Graffiti aus, also als hätte das hier jemand irgendwo auf eine Oberfläche dran gesprüht, auch sieht man hier so die verlaufende Farbe. Wie gesagt, ansonsten alles hier rundum Gelb. Auf der Unterseite haben wir einmal die Tracklist des Albums, 12 Tracks an der Zahl. Und dann lesen wir hier noch, was sich weiters darin befindet. Special Box inklusive Digipack, Fahne, Beanie und Buttons. Barcode ist mit dabei, die beteiligten Labels. Okay, so, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Der Boxdeckel lässt sich hier abnehmen. Ist von innen weiß. Und dann kommt auch schon der Inhalt zum Vorschein. Als erstes haben wir hier einmal das Album im Digipack. Dann haben wir die Fahne. 1, 2, 3 Buttons. Spannenderweise alles separat verpackt. Und die Mütze Beanie genannt. Ja, ich bin immer verunsichert, ob man jetzt das Beanie sagt, die Beanie, der Beanie. Also für mich ist es, glaube ich, ja, die Mütze ist klar, aber ansonsten sage ich, glaube ich, der Beanie, das Beanie, ja. Einigen wir uns einfach auf die Mütze. So, als erstes kommt hier die Fahne. Die ist in Folie. Also bis auf die Mütze ist hier wirklich alles in Folie. Und zwar... Na, irgendwie geht das hier nicht so ganz auf. Ah, könnte daran liegen, dass ich auf der falschen Seite unterwegs war. Ja. Okay, auch wenn ich jetzt auf der richtigen Seite bin, ist es trotzdem ein... Ah, okay. Also, sehr schwer zu sehen, wo hier die Öffnung entsprechend ist. Aber ich glaube jetzt, ja, jetzt funktioniert es. Einmal, zweimal... Und der letzte. So. Dreimal. Das habe ich, um ehrlich zu sein, auch noch nie gesehen, dass mehrere Buttons in einer Box waren und die separat verpackt wurden. Also ich kenne das. Wenn es mehrere Buttons gibt, dann sind die meistens in einer Folie. Aber in diesem Fall alle separat. So, wir starten natürlich wie immer mit dem Album. Kommt hier, wie gesagt, im Digipack. Bevor wir das ganze Zeug hier auspacken, haben wir hier noch einen Sticker. Betontod, Traum von Freiheit, Tour 2015. Okay, das waren die Tour-Dates. Nachdem wir mittlerweile 2021 haben, interessieren uns die eher weniger. Aber trotzdem wollte ich euch diesen Sticker kurz zeigen. Dann kann es auch schon weitergehen. Folie ab. Und los geht's. Das ist das Album. Cover ist wie auch schon auf dem Boxdeckel. Auf der Seite lesen wir Interpret, also Bandname plus Albumtitel und die Nummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist nochmal abgedruckt, in diesem Fall in Pink. 12 Stück, wie gesagt, die Labels und oben drüber der Barcode. So, dann haben wir einmal die CD und auf der linken Seite in diesem Steckfach das Booklet. So, wir starten mit dem Booklet. Hier geht's los. Die Tracks hier abgedruckt, was die Lyrics betrifft. Wunderbar.
also jeder einzelne Song hier zum Mitsingen, zum Nachlesen abgetippt. Sehr schön. Auch ein sehr farbenfrohes Booklet. Also hier ist wirklich von Pink, Schwarz, Gelb, Blau alles mit dabei. Sehr grelle Farben. So, aber dafür ein sehr guter Kontrast immer zum Lesen der Lyrics. Hier auch immer noch so weiß hervorgehoben. Dann haben wir die Bandmitglieder, die fünf Herrschaften. Und dann haben wir hier noch Danksagung, Grüße und natürlich auch die Album-Credits. Gut, dann kommen wir zum Album, also zur Album-CD. Die sieht so aus, sieht so ein bisschen aus wie so ein Vogel, der hier so drauf gesprüht wurde. Beton tot, Traum von Freiheit. Und ansonsten geht es hier, wie gesagt, sehr bunt zur Sache. Genau, also das hier, ich schätze mal, das soll so eine Taube, eventuell auch eine Friedenstaube symbolisieren, die wir hier in der Faust abgebildet hatten. Die ist hier dann nochmal etwas größer herangezoomt auf diesem Cover. Gut, auf der CD meine ich. So, als nächstes haben wir die Fahne. Die dürfte recht groß sein, jawohl. Und auch die hier ist wieder sehr farbenfroh. So sieht das aus. Wir haben hier wieder die geballte Faust in Pink und Schwarz mit dem Täubchen hier. Dann lesen wir hier einmal riesengroß Beton, Tod, Traum von Freiheit. Genau. Also auch hier diese Fahne komplett in dieser Sprühoptik. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Zettelchen vorfinden. Nein, ist hier nichts dabei. Aber ansonsten, ich glaube, diese Fahnen sind eigentlich immer zu 100% aus Polyester. So, dann falten wir das Ganze wieder zusammen. Wir haben hier übrigens keine Schlaufen oder irgendwie Ösen zum Aufhängen. Die Fahne ist wirklich so an allen Ecken einfach vernäht. So. Als nächstes haben wir dann die Buttons, drei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier in Schwarz und Weiß, betontot Schriftzug. Dann einmal hier das Albumcover mit dieser pinken Faust, darüber auch wieder der Schriftzug. Und dann auch mal mit weißem Schriftzug, blau im Hintergrund, grüner Faust. Also das Cover in etwas anderer farblicher Gestaltung. So, jeder Button hat natürlich hier hinten so einen kleinen Sicherheitsverschluss. Bedeutet, man kann das hier entsprechend dann anbringen, an wo auch immer, Kleidung, Rucksäcke, wo immer man möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Beanie, die Mütze, in Schwarz. Hier ist etwas Faden, okay. Also, das ist der Schriftzug hier auch wieder in Weiß. Das Ganze aufgestickt, ansonsten hier komplett in Schwarz gehalten. Und bei dieser Mütze haben wir es zu tun mit einem Produkt von Myrtle Beach Headgear One Size. Das Ganze ist 100% Polyacryl, Gustav Daiber GmbH und Made in China. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier in Schwarz und Weiß. Dann die drei Buttons. Alle drei kreisförmig natürlich. Die Fahne mit dem Artwork hier. Und natürlich das Album an sich, Traum von Freiheit, im Digipack mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Traum von Freiheit von Betontod. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Betontod unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.